Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Alice 19 zusammen im Multiplayer-Projekt mit Shelly. Hi ihr Lieben. Ja, nun ist es soweit. Wir haben ja die Ravenport verlassen, ihr habt es gesehen, und wir wollen uns neue Karten angucken. Und zwar, der Plan sieht jetzt so aus. Wir haben das ein bisschen gestrafft. Wir werden euch heute, jetzt ja um 9, schon mal die erste Karte vorstellen. Wir werden euch um 10 eine weitere Karte vorstellen. Und morgen das gleiche. Um 9 und um 10 kommen zwei weitere Karten. Dann startet die Abstimmungszeit. Und ich glaube, die läuft bis Mittwoch, aber das werden wir euch nochmal genauer bekannt geben, denn auf jeden Fall in der letzten Folge. Die erste Karte, die wir uns jetzt in dieser Folge zusammen angucken, ist die Anaheim. Ja, völlig unvoreingenommen. Keine Ahnung. Wir gucken uns das mal an. Wir haben natürlich so ein bisschen, auf was wir achten wollen. Wir wollen uns die Landschaft zusammen angucken. Wir wollen gucken, wie sind die Feldpreise. Sind die Felder überhaupt richtig definiert, die man kaufen kann? Wie sind Verkaufspreise? Und dann machen wir eine kleine Rundfahrt und dann haben wir vielleicht so einen kleinen gemeinsamen Überblick. Und ihr könnt ja nachher mit abstimmen, welche Karte wir denn später bespielen werden. Hier haben wir schon mal irgendwie Fahrzeuge. Wo werden die denn? Ich muss erstmal kurz einen Hof anlegen. Das ist meine Farm, das ist in Ordnung. Aber wir müssen noch schauen, dass für meine Schafe Platz ist. Genau, Shelly hat natürlich Sorge, dass ihre Schafe nicht wieder mit raufkommen. So, man müsste jetzt eigentlich der Farm beitreten können. Wir können uns einen Trecker schnappen, vielleicht, wenn die zugeordnet sind. Dann könnten wir hier einen nehmen. Dann können wir damit sozusagen die Rundfahrt gleich starten. Aber zunächst gucken wir uns einmal kurz Escape. Wenn man eine Karte, muss man sich immer erstmal Escape angucken. Das ist auch immer das, was viele Leute nachfragen. Wie sieht die Karte eigentlich insgesamt aus? Die Annaburg, ne? Also Anaheim. Okay, also man sieht schon, Feld 40 ist wahrscheinlich nicht richtig definiert von den Feldecken. Fällt mir als Mod Mapper natürlich ganz besonders auf, und wir wollen eben auch eine andere Karte mal spielen, damit wir ein bisschen andere Eindrücke sammeln können, damit ich nicht nur also zu sehr betriebsblind werde, sondern einfach auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, gucken, was machen andere Modder, und kann man vielleicht die ein oder andere Sache sich dann auch irgendwann später für eine Vierfachmarsch oder eben für die Verbesserung der nordfriesischen Marsch dann auch aneignen. Ja, wie wir sehen, wir starten hier oben rechts auf der Karte. Sehr, sehr viele kleine Felder fällt mir auf. Ganz, ganz viele kleine Felder sogar. Wir haben eine Standardgröße, das ist keine Vierfachkarte, das ist eine Standardgröße, und wir haben 52 Felder, definierte Felder zur Auswahl. Oh ja. Aber auch 20 bis 26, die sind ja auch mega klein. Ganz viele kleine Felder, genau. Die ganze Reihe da. Ja. Da müssen wir mal gucken, was kostet, also wenn man sowas kaufen will. Hat er sich die Arbeit gemacht und hat... okay, hat er nicht richtig gemacht. Da sehe ich schon die ersten Fehler. Was wahrscheinlich nicht so gewollt ist. Die Farmland-Definition ist auch eine schwierige, nervige Sache neuerdings. Wenn man jetzt hier Feld 21 kauft, kauft man nämlich zufällig zusammen 45 und 46 auch. Das wird bestimmt nicht gewollt gewesen sein. 52 hängt zusammen mit 35. Also erscheint die... Farm-Channels nicht richtig definiert zu sein, aber ich setze mich jetzt nicht hin und definiere die neu. Da habe ich selbst auch keinen Bock drauf, auch wenn ich mittlerweile weiß, wie es geht. Damit könnte man leben, ne? Man muss halt gucken, okay, wenn ich mir 36 kaufe, dann kaufe ich auch das da oben mit, oder wenn ich 52 kaufe, kaufe ich eben auch das Stück mit. Viele sind aber auch richtig definiert und die Preise sind echt günstig, finde ich, wenn wir mal gucken. Bei mir werden keine Preise angezeigt. Auch schon beigetreten? Mhm. So, warte. Die ist dem Hof beigetreten, hat aber nicht die Berechtigung für alles. Müssen wir hier ja noch wieder Haken setzen. Kann sie auch alles, Farm Manager. Jetzt dürfte es auch gucken. Ja, aber ansonsten... Oh, das ist aber richtig billig, ne? Sind auch echt, weil es kleine Parzellen sind. Wenn man jetzt mal guckt, Feld 19 ist 100.000, Feld 18 75.000. Das ist alles nicht teuer. Aber wenn man Feld 50 kauft, kauft man da unten noch so ein Stück Grasfeld mit. Also das finde ich ein bisschen unglücklich. Ist für mich ein kleines Minus, wenn ich mir also selbst sozusagen jetzt, eigentlich müsste ich mir selbst vielleicht Notizen machen, vielleicht mache ich mir das nach der Kartentrachtung, weil ich selbst will ja auch überlegen nachher, welche Karte hätte ich am meisten Bock. Und das darf, oh, Feld 11 und Feld 12 ist auch zusammen. Also man kann mehr Food, hier mehr Farm Channels machen. Ich weiß nicht genau, ob er es nicht wollte oder was. Da kenne ich jetzt noch nicht den Hintergrund. Vielleicht gibt es auch schon eine neuere Map-Version, wo das gefixt ist. Das werden wir natürlich gucken. Wenn wir mit dem neuen Projekt starten, kann ja sein. Das wäre für mich schon ein Punkt, wo ich sage, ah, nicht so. Verkaufsstation. Oh, da haben wir natürlich auf der Marsch, sind wir verwöhnt. Ich glaube, die Marsch ist wahrscheinlich die Karte aktuell mit den meisten Verkaufsstationen, könnte ich mir fast vorstellen.
Hier gibt es 6 Verkaufsstationen: Landhandel, Molkerei, Mühle, Scheune, Sägewerk und Weberei. Preise sind aber gut. Ja. Gut, würde ich behaupten, so auf den ersten Blick. Mission gibt es zum Auswahl. Funktioniert also auch. Gasthaus Burghotel. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich ein Gasthaus und ein Burghotel hier gibt. Das können wir vorstellen, dass die Mission auch noch aus der Felsbrunn resultieren, so wie es jetzt aus dem ersten Blick aussieht. Du guckst gerade die Mission. Genau, ich klicke gerade alles einmal durch. Wichtig sind für mich eben, ne, wie viele Verkaufsstellen gibt es, wie sind hier so die Preise, aber wenn man so sieht für Eier und Milch, das sind glaube ich gute Preise, das ist hoch definiert. Lage kann man verkaufen an der Mühle und an der Scheune, an der Mühle vor allem Spitzenpreis aktuell, das ist echt viel Geld für Silage. Ja, also so, wie gesagt. Ich werde mir nachher so ein bisschen was notieren dazu, so eine kleine Merkliste machen und es geht natürlich auch darum, ne, Leute, was sagt ihr dazu? Ihr sollt euch natürlich selbst auch ein bisschen Meinung bilden. Also würde ich fast sagen, wenn Shelly soweit ist, machen wir mal eine kleine Rundfahrt um die Map. Jo. Würde dir folgen. So. Ich fahre auch mit Lenkrad heute mal wieder, ne? So. Ey. Vielleicht machen wir ein bisschen Platz, auch zum Beispiel für platzierbare Objekte. Man muss natürlich überlegen, man muss sich nachher eine Parzelle kaufen. Und da hat Shelly auf jeden Fall sonst Platz für ihre Schafe. So. Ja, im Uhrzeigersinn. Vernünftig. Also links. Gut, Straßen und so. Wir achten natürlich auch so ein bisschen auf Map-Fehler, was Optik angeht. Ja, wir achten aber natürlich auch darauf, was gut ist. Wir sehen schon mal, die Karte ist leicht hügelig. Ne, man guckt hier mal so ein bisschen rechts runter, Richtung Dorf, die Felder runter. Also wenn du jetzt nach links guckst, ist es nicht mehr leicht hügelig, würde ich fast sagen. Da ist aber auch dann Ende, ne? Oder? Warte, muss ich nochmal gucken. Nach links ist dann auch Ende, genau. Okay. Immer eine schöne Brücke. Den Fluss. Schick. Fällt mir. Aber hier, oh, ist halt, ja, aber hier ist natürlich echt schon, ne? Mal rechts runter. Schöner Hang. Ah, das ist natürlich echt. Hier links vielleicht Sägewerk. Habt ihr auch ein Sägewerk? Ja doch, das Sägewerk gibt's. Aber nicht hier scheinbar, weiß ich nicht. Zumindest wird auf der Karte und nicht auf Kopf ist. Ja, stimmt. Hier wird's sein. Machen wir weiter und gucken, was hier so kommt. Stimmt, hier war glaube ich dieses Rundherumfahren. Auch mal eine Lösung, ganz lustig gemacht, meiner Meinung nach. Mal was anderes. Ist aber natürlich. Ach, hier, dieser komische Weg hier, ne? Aber da will man natürlich auch nicht zu häufig längs fahren, weil schon natürlich immer, ne, man ist ja dann nachher auch kilometerweit beschäftigt. Straßen sind in Ordnung, glaube ich, sind die Standardstraßen, aber da hat sich ein schönes Straßennetz zurecht gemacht. Das gefällt mir auch gut, so mit den Rändern und so. In Ordnung. Boah. 45 km/h fahren. Ja. Hat den langsamen Träger. Rastelli. Du hast den roten Treppler, das passt zu deiner Klamotte. So, hier haben wir so ein paar Bäume, also noch keine großen Wälder. So eigentlich rosa und rot passt jetzt nicht so gut zusammen. Reißt sich. Aber mein richtiger Kugelbau passt ganz gut. Weiß und rot passt ganz gut zusammen. Aber wenn wir das hier sehen, das ist natürlich für mich als nordfriesischer Marsch-Fanatiker eine ganz schöne Steigung, wenn man nachher hier überlegt, hier soll man hoch mit dem vollen Anhänger oder was auch immer. Ja, war schon ein bisschen blöd, ne? Und schwierig wahrscheinlich. Man muss. Aber, ja, wenn man jetzt hier guckt, also wenn man das andere jetzt nicht betrachtet, dann ist es schon ganz nett. Ja, schöne Grasfelder hat man hier. Oh, habe ich die Gras auf der Straße. Hast du das gesehen? Da vorne auch gleich nochmal eine kleine Stelle. Ja, wir gucken uns in den nächsten Tagen, also wir gucken uns heute um 10 noch eine andere Karte an und morgen gucken wir uns 2 Karten an. Bei einer Karte habe ich auch schon fliegende Häuser gefixt. Das ist mir gleich auf Anhieb. Oh, hier auch. Gras ist dran. Auch, ja, da ist das noch nicht sauber gearbeitet, ehrlich gesagt. Aber
Ich glaube, es ist auch ein Projekt, was von einer Person alleine gestemmt wird hier. Von daher habe ich da auch immer Nachsicht. Nicht sagen, wie kann man nur nach dem Motto, ich kenne ja das Problem selber. Und da habe ich zum Glück, das habe ich nicht alles selbst gemacht bei uns auf der Marsch, das hat ja Shelly zum größten Teil gemacht. Aber da weiß ich auch, dass immer ganz, ganz viele meckern, wenn man ganz, ganz bisschen auf der Straße ist. Und ich Verkehr auf jeden Fall. Hier so eine kleine Stichstraße. Hier sind ein paar Verkaufsgebäude, ist die Molkerei, meine ich. Hier sieht man aber schon schönes flaches Land. Also wir sind da oben eben gewesen. Da muss man aber im Zweifel natürlich nicht ansiedeln. Man kann sich ja auch hier unten irgendwo ansiedeln. Dann hat man mit diesen Erhöhungen höchstens mal was zu tun, glaube ich, wenn man Holz wegbringt. Und hier sehen wir diese ganzen kleinen Felder, 24 und so weiter. Da ist immer so ein, zwei Bäume zwischen. Aber wir haben ja diese mega coole Stumpen, diese Fräse. Habt ihr jetzt ja vielleicht bei mir auch schon im Single-Let's Play gesehen. Aber überlege ich gerade. Nee, kommt erst heute. Die Stumpenfräse. Keiner Spoiler. Genau. Und damit kann man solche Bäume ganz schnell wegmachen. Und dann kann man natürlich zumindest auch aus kleinen Feldern auch größere Felder zusammenlegen. Ist auch denkbar. Oder tatsächlich erstmal nur kleines Gerät, ne? Ist natürlich auch eine nette Option. Ja, ich brauche das nicht so klein. Aber ich finde es cool, dass man da, also man kann ja riesengroße Flächen, glaube ich, draus machen. Nur durch die Straße getrennt und da ist sonst nichts im Weg. Alle Bäume wegmachen und Riesenfelder draus machen. Das wäre schon cool. Macht auch immer Spaß. Ja, big is beautiful, ne? Genau. Das ist ja voll. Ein paar Felder. 17. Da vorne kommt ein Kreisverkehr. Kreisverkehr? Hm? Oh, so einen wollte ich ja auch unbedingt haben, aber dann hat er nicht eingebaut. Nee, passt ja auch nicht, weil wir haben nichts. Ach, auf der National wollte ich unbedingt einen Kreisverkehr haben, hat er auch nicht eingebaut. Nee, passt nicht, weil wir nicht die passende Vorlage haben, die passt. So, warte mal, lass mal kurz mal gucken, wo geht's hier noch weiter? Jetzt hier. Ach, rechts ist eigentlich Map-Ende. Nee, Quatsch, links ist Map-Ende. Wir müssen hier rum. Uns Richtung Biowasseranlage. Boah, da hat er Kollision reingemacht. Dieses Schild hält ihn ja auf. Oh, jetzt wird sie auf einmal einspielen. Ja, ein bisschen eng hier. Das ist ein bisschen schmal. Also liebe Leute, natürlich gerne liken generell. Also euer Like zeigt einfach nur, dass ihr auch Spaß habt daran an der Sache, dass wir uns neue Karten auch mal ein bisschen angucken. Und fahre langsam weiter. Dementsprechend abgestimmt wird morgen ab kurz nach 10, wenn wir die zweite Karte veröffentlichen, da wollte Shelly mich, glaube ich, ausbremsen. Hier haben wir so eine kleine Allee mit einer Menge von diesen Big Bäume. Ich weiß nicht, wie sie hießen, aber. Okay. Hier links. Das sind die Biowasseranlage. Wird man kaufen können, wollen wir mal kurz gucken. Lass uns das einmal abchecken, Land. Die BGA, genau. Das ist die BGA, wo man ganz viel Platz hat und damit kauft man gleichzeitig noch Parzelle 20 scheinbar. Kostet ja auch nichts. 77.000 ist ja Schnäppchenpreis. Land ist günstig hier in Annaburg, ne? Anaheim. Wie kommt man auf den Namen Anaheim? Schreibt mal gerne rein, lieber Modder, wenn du das hier mitkriegst, dass wir hier unterwegs sind, gerne mal reinschreiben. Hier haben wir einen Wald, würde ich behaupten. Richtig schön dichter Wald auch. Muss ich ja gleich mal reingucken. Ja. Okay, aber hier lichtet sich das Ganze. Aber trotzdem ganz cool gemacht, dass es rundherum so dicht ist. Und erst wenn man hier reingeht, sich das ein bisschen lichtet mit einer ganzen Menge Holz, alles Holzvollernterbäume. Also da kann man sich forsttechnisch austoben und natürlich hat man nachher auch Möglichkeit, das Ganze wieder aufzuforsten. Denn ich habe mir ein bisschen Gefallen aktuell am Forst gefunden, weil ich gemerkt habe, da fand ich mal richtig Geld mit. Ach Quatsch. Schafft man mal was. Wobei ich glaube, auf dieser Karte schafft man eh, weil die Verkaufspreise sind moderat, sind ganz in Ordnung, Standard. Und die Länder sind meiner Meinung nach günstig. So vom ersten Gefühl. Aber es sind halt auch kleine Felder. Also kann sein, dass man das manchmal nicht richtig einschätzt. Allein, wenn du jetzt demnächst keine Kettensäge bestellst bei Amazon, ne? Ja. Muss ich mal gucken. Wo ist das hier rechts? Ist das einfach nur ein Haus? Ja. Wenn man zum Beispiel könnte sich jemand einen Hof machen. Oh, ich wohne hier nach dem Motto. Kauft man sich noch Land nebenan, dann könntest du einen Schafhof dahin platzieren, oder? Rechts geht's durch. Die Straßen sind ein bisschen zu klein für meine Verhältnisse, aber man muss sagen, man hat links und rechts Platz. Also wir können auch mit dem Drescher hier rüberfahren. Das mit dem dichten Wald fällt mir sehr gut ein. Das ist ja echt eigentlich auch so, dass man jetzt komplett durch den Wald gucken kann. Vielleicht müssen wir da noch mal ein bisschen aufforsten auf dem Marsch.
Und da fängt das schon an, schon beim ersten Gucken. Ja, also ihr kennt natürlich, könnt euch das vorstellen, als Mod-Mapper betrachtet man so eine Karte auch immer ein bisschen anders, natürlich teilweise auch kritischer, aber teilweise auch natürlich verständnisvoller. Und interessierter, denke ich. Hat ganz viele Sachen. Also mir fehlen natürlich hier vielleicht so ein bisschen Gräben. Ist aber einfach, ne? Also Helfer kann hier überall arbeiten, glaube ich, so wie es aussieht, außer die Bäume. Aber das ist recht überschaubar. Überall in den Rändern ist immer mal ein Baum. Nicht anschieben. Nein. Ja, hier sind wir jetzt bei den Feldern 6, 11 und so weiter, von 6 bis 12. Viele kleine Parzellen, ihr seht's. Ich glaube, es gibt auch Chancen mit richtig gute Missionen auch, ne? Vor allem auch diese kleinen Felder. Viele Missionen. Aber bei der Menge an Feldern hat man ja ständig Missionen. Aber es ist natürlich ärgerlich, wenn du eine Mission hast von wegen Feld 17 düngen, fährst du einmal rüber, bist fertig. Feld 27, weil es ja klein ist. Und dann aber das ist ja auch nicht immer alles so ewig dauern. Also ich meine, wenn du extra hinfährst mit den Geräten, ist natürlich blöd. Also aber wenn du eh in der Nähe bist, dann... Feld 13 ist hier wohl das größte. Sieht auch echt groß aus im Verhältnis. Kostet 357.000. Das ist günstig. Also Felder, Ländereien sind hier günstig. So, wir fahren weiter rundherum. Dann fahren wir nochmal in den Stadt, also nachher in den Kern, in die Mitte. Gucken da nochmal ein bisschen rum und ja, dann bin ich mal gespannt. Also schreibt ihr mal gerne rein, ob ihr auf der Karte schon mal gespielt habt. Wie so, ja, wie euer Eindruck bisher ist. Oh, wie ist das denn eigentlich mit der Abstimmung? Soll die denn schon ab jetzt dann starten oder startet die dann erst später? Wie ich schon sagte, startet sie, wenn wir die letzte Karte veröffentlicht haben. Aber sonst vorher macht es ja keinen Sinn. Weil wir verraten euch jetzt ja auch noch nicht, welche drei Karten wir uns noch angucken. Richtig? Richtig. Soll ja eine Überraschung werden. Es sind auf jeden Fall noch drei weitere dabei, die cool sind. Hoffen wir mal. So. Hier, wie gesagt, ja, dass der Eindruck hier ist, wie es geht. Das ist jetzt... gut. Man könnte immer noch den Fallen legen. Mhm. Ja, besser als Ravenport. Ja. Ja. Wir fahren auch eine Marke hier zurecht. Ne? Ich habe auch übrigens das Lenkrad nochmal wieder ein bisschen geändert. Das reagiert jetzt noch schneller. Ich habe die Todeszone noch kleiner gemacht. Ich habe den Lenkradius wieder erhöht. Also, mal gucken. Und versuche Shelly so ein bisschen zu folgen. Vielleicht gehen wir ein bisschen Innenansicht. Eine Karte auch immer mal kurz auf sich wirken lassen. Innenansicht ist immer ein bisschen anders und lässt sich schöner lenken. Vielleicht auch auf der Straße. Also was mir schon auffällt an vielen Stellen ist Gras auf der Straße. Ein bisschen zu häufig für meinen Geschmack. Hier links oder geradeaus? Hm. Können wir noch hier links fahren? Ja. Schauen wir mal hier. Soll ich vorfahren? Oh, hier liegt ein Baum an der Seite. Also eine dünne Brücke über den Fluss. Das ist der Fluss, also der zieht sich. Ja, der zieht sich einmal über die ganze Karte. Ist schön, der schick. Fällt mir auch gut. Man könnte die Seiten noch ein bisschen mit Erde und so absetzen. Wie ich nachher Modding. Ich sag mal optisch, um das noch ein bisschen aufzuwerten. Ne? Der Modder. Wie gesagt, ne? Also sind auch kleine Tipps. Rechts. Von jemandem, der auch nicht ganz unerfahren ist. Weiß aber natürlich nicht, also ne, man braucht sich jetzt nicht angegriffen fühlen oder so, nur weil ich sage nach dem Motto, das wird mir da besser gefallen und das wird mir besser gefallen. Denn nein, das ist ne? Genau, ihr kennt das ja. Ich selbst höre mir das ja auch regelmäßig an. Jetzt kann ich es mal weitergeben. Yay! So, hier vorne genau wird die Reifeisen sein, also hier heißt sie nicht Reifeisen, hier ist es die Mühle. Gebäude, was wir als Reifeisen auch auf der Marsch haben, ist das Standardgebäude aus der Felsbrumm. Map und ein paar Gebäude. Bushaltestellen sind auch an den Standard. Das können wir haben auch auf der Marsch. Das ist aus der neuen Felsbrunnen-Map ist. Bei uns nicht anders. Oh. Ganz schön eng hier. Häng gleich mal mit meiner Fahrt. Da ist ein Auto hinten reingefahren. Und ich hänge an der. Am Balkon. Ja, schön. Aber viele Bäume gesetzt. Das ist auch mühevolle Kleinstarbeit. Und man sieht, wie viele Bäume hier an den Straßenrändern überall verteilt sind. Das alleine dauert. Hier die Häuser.
Hier haben wir auch noch mal. Was ich noch sagen wollte, ist es ja auch so, wenn man eine Karte haben möchte, die einem zu 100% gefällt, dann muss man sie selber bauen, richtig? Richtig. Deswegen, ne? Das ist klar. Wird keine Karte hier wahrscheinlich 100% meinen Ansprüchen genügen. Das ist einfach so. Aber was cool gemacht ist, das hier ist auch cool gemacht. Gefällt mir auf Anhieb. Eine kleine Seitenlücke hier optisch abgesetzt. Hier sieht man natürlich auch einen Fehler in der Bodentextur. Da ist das Vistus Flackern, also das ist das Öl. Das sitzt zu tief, das muss ein Stück höher. Oder siehst du es auch flackern? Hier? Außen ein bisschen hoch. Jelly kriegt das nicht hin. Aber bei mir sieht das, seht ihr das hier, das flackert ein bisschen sehr. Das liegt einfach an dieser Textur. Das ist Deko-Textur, die liegt ein ganz bisschen zu nah. Ist auch nur ist eine Kleinigkeit. Wird bestimmt in irgendeiner folgenden Version noch behoben werden. Hier ist auch ein schöner Wald, das muss man auch sagen. Eine Einzelparzelle. Wie sind die Wälder denn eigentlich definiert? Ja, hier ist der Wald zu kaufen für 190.000 und dieser kleine Wald hier hängt zusammen mit Feld 52 und Feld 35 für 194.000. Weiß ich auch in Ordnung. Hier ist der Shop. Das hat er auch erst sehr gut gemacht. Finde ich, man hat hier die Shop-Ausfahrt und wenn man ein bisschen mehr Platz braucht, hat man halt hier gegenüber gleich diese Ausbuchtung. Das ist klug gemacht. Hier steht schon mal. Hier steht ein ganzer Startfuhrpark scheinbar rum. An Paletten, Dünger und Saatgut. Und Gift und ein kleiner Gabelstapler, wo man sogar fahren kann. Ja, auch sehr gut gemacht. Ich fahre jetzt weiter mit dem Gabelstapler, so nach dem Motto. Cool. Das ist sehr schön, das gefällt mir auch gut. Aber wir sind jetzt trotzdem im mittleren Modus, oder? Wir sind im... Ja, genau, wir haben 1,2, ich meine schon, weil sonst wären die Preise, glaube ich, noch... Hat mich auch gewundert, aber das ist eine Einstellungssache, ob das auch im mittleren Schwierigkeitsgrad ist oder nicht. Weiß aber nicht. Das finde ich cool, dass hier schon Paletten rumstehen und der Gabelstapler, das ist cool. Wenn die Frage nachher, wem gehören sie, ne? Das ist immer so ein bisschen schwierig, gerade wenn man nachher mit zwei Höfen spielt. Kann sein, dass du sie gar nicht nutzen darfst, sondern nur ich, das weiß man, oder andersrum. Das würde man dann anders machen, dass ich das nur nutzen darf und du nicht. Stimmt. Aber mit der Silage ist viel Geld verdient. Gut. Also fahren wir weiter. Ja, ich komme. Machen wir mal hier rum, weil Shelly ja gerade weg ist. Schnell weg. Hey! Da hängen sie ab, Leute. Was? Ich sehe dich noch. Im Ernst? Kannst du gar nicht. Ah, ich habe seinen Namen noch da gesehen. Das ist auch tricky hier. Ich weiß nicht, wer hier oben Post reintun soll. Post? Briefkasten. Sitzt relativ hoch. Hier steht voll die Hate-Kommentare nachher, dass ich so penibel bin. Aber das sind halt Kleinigkeiten, ne? Ja, du nervst auch ein bisschen, das muss man ehrlich sagen. Ist auch in Ordnung. So, was ist das hier? Das war zu erwarten, ne? Ja, auf die Händler. Und hier komisches Raum. Die Händler? Ne, die Weberei oder so. Oh, was ich auch gut finde, dass hier nicht so eine Müllecken sind. Ja. Also schön ausgenutzt hier, das sieht gut aus alles ansonsten. So, mal gucken. Jetzt macht es wahrscheinlich Sinn, nochmal links. Fahren rechts, kommt wieder eine weitere Brücke über den Fluss. Links haben wir nochmal Tankstelle und so ein klein bisschen Dorf. Hier laufen ein paar Leute. Ja, stimmt, Leute habe ich bisher auch wenig gesehen. Wir laufen hier auf der Straße und das kennen wir schon. Luftschwung. Die kennen wir auch schon, die läuft auch auf der Marsch. Tankstelle hier vorne. Fahren ganz langsam durch die City. Schrittgeschwindigkeit. Cash-Automaten. Kann man sich das auch Ruhe angucken hier. Das finde ich auch schick. Kleiner, so ein Café? Genau, kleiner Café-Bereich. Jetzt müssen wir wahrscheinlich nochmal da rechts. Da sind wir hergekommen. Theoretisch ruhig Hauptstadt gewesen, hier vorne rechts. Können wir ja auch mal wieder zurückfahren, dann auch noch wieder dahin, wo wir hergekommen sind, die Leute. Und dann war es das.
für den Eindruck der ersten Map. Also insgesamt finde ich, bietet sich auf jeden Fall das. Also wir haben eine Vorauswahl getroffen, das kann man natürlich klar schon mal sagen. Wir haben keine Karten mit reingenommen, die uns persönlich überhaupt gar nicht zusagen würden, wo wir generell pauschal überhaupt keine Lust hätten zu spielen. Wir haben dann noch nicht fertig sind. Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe, aber Karten, die noch nicht fertig sind. Genau, also von daher soll das alles, ist das schon alles ziemlich gut, was wir ausgesucht haben, denke ich. Und hier sieht man, hier ist der Weg auch gar nicht so schlimm. Hier ist ein relativ kurzen Weg und dann sind wir hier wieder auf dem Haupthof, wo wir gestartet sind. Ich würde sagen, ja, stellen wir den Traktor hier wieder hin. Wie heißt die Karte noch? Anaheim? Anaheim. Ja, also frech. Liebe Leute, dann würde ich sagen, von meiner Seite, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr schaltet gerne heute um 10 geht es nämlich schon direkt weiter. Ist jetzt fast nur eine halbe Stunde, dann kommt schon die nächste Karte. Und würden wir natürlich auch freuen, wenn ihr uns da wieder begleitet bei einer kleinen Rundfahrt. Und natürlich gerne reinschreibt in die Kommentare, habt ihr selbst schon auf der Karte gespielt? Ja, nein, wie findet ihr den ersten Eindruck und meint ihr, dass sie eine Chance hat oder nicht? Ja, vielen, vielen Dank, bis dahin von mir und tschüss. Danke, Leute, habt noch einen schönen Tag und dann bis gleich. Tschüss.